Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bastelvideo. Heute basteln wir Vintage-Salonmöbel. Als erstes basteln wir einen Cocktailsessel. Dafür nehmen wir zwei kleine Pappstücke und biegen sie etwas zurecht. Aus einem Putzschwamm schneiden wir zwei Kissen aus. Mit Nadel und Faden durchstechen wir den Schaumstoff und ziehen den Schaumstoff etwas zusammen. Das machen wir bei beiden Kissen. Dann kleben wir die Kissen auf die Pappstücke und kleben sie im rechten Winkel aneinander. Zum Schluss nehmen wir noch Schaschlikspieße und kleben sie unten als Stuhlbeine fest. Der Stuhl wird dann in weinroter Farbe angemalt, die Beine in Ocker. Als nächstes basteln wir einen Sekretär. Dafür brauchen wir Schachteln und verschieden große Pappstücke. Wir nehmen zuerst die Schachtel und schneiden auf der einen Seite ein Stück ein und klappen es an einem Lineal herunter. Anschließend kürzen wir die Schachtel etwas ein und verschließen sie mit einem Stück Pappe. Aus weiteren Pappstücken kleben wir nun Schubladen und Schranktüren auf. Im oberen Bereich kommen nun noch zwei Einlegeböden hinzu. Jetzt wieder Schaschlikspieße als Beine ankleben. Die Schaschlikspieße nehmen wir auch, um daraus Türgriffe zu basteln. Zum Schluss malen wir den Sekretär noch in ockerfarbener Acrylfarbe an. Für die Stehlampe schneiden wir aus einer leeren Klebebandrolle ein Stück Pappe aus. Jetzt nehmen wir drei Schaschlikspieße und kleben oben auf drei Kajalstiftdeckel. Dann kürzen wir die Holzspieße ein und kleben sie auf das runde Pappstück. Nur noch die Lampe auf ein gerades Pappstück kleben und dann die Lampe in Rot, Gold und Schwarz bemalen. Jetzt basteln wir eine Vitrine. Dafür nehmen wir wieder Pappstücke und Schachteln. In die Schachtel schneiden wir eine Öffnung. In die Öffnung kommt nur noch ein Einlegeboden hinein. Und noch ein zweiter Einlegeboden und dann werden die Schranktüren aufgeklebt. Jetzt noch die Beine ankleben, wieder aus Schaschlikspießen und das Ganze in ockerfarbener Acrylfarbe bemalen. Die zweite Lampe aus einem Deckel, einem Strohhalm und einem Spielstein einfach in Vanille und in ockerfarbener Acrylfarbe bemalen. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like von euch oder über ein Abo. Tschüss, bis bald, eure Steffi.